Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute ist der letzte Donnerstag im Monat und somit Zeit für den Hörgenuss des Monats. Ja, schon seit einigen Monaten präsentieren ganz viele liebe BookTube-Kolleginnen von mir, ja, euch jeden letzten Donnerstag einen Hörgenuss. Und ihr findet die Playlist und die Mädels unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr nicht eh schon alle Lieben sozusagen ja, abonniert habt. Sonst ist natürlich eure Abo-Box heute wahrscheinlich sowieso mit ganz, ganz tollen Hörtipps zu. Allerdings präsentieren wir natürlich nicht nur Hörgenüsse. In der Regel sind diese Hörgenüsse ja auch ein Buchtipp, weil es ja sehr oft eben Hörbücher sind. Wir präsentieren aber auch Podcasts oder wie heute in meinem Fall ein Hörspiel. Und es ist tatsächlich kein Hörbuchtipp, kein Hörspieltipp des klassischen Monats sozusagen, den ich gehört habe, aber es ist ein Hörspiel, was mich nachhaltig bewegt hat, und deswegen möchte ich euch heute Monster 1983 vorstellen von Ivar Leon Menger. Vor langer, langer, langer Zeit, ich glaube so Ende 2017, habe ich schon mal sehr, sehr schwärmerisch über alle drei Hörspiele gesprochen und ich möchte das heute im Hörgenuss einfach auch nochmal aufgreifen. Es ist ein Hörspiel, was es exklusiv bei Audible gibt, das heißt auch, es gibt da keine Geschichte dazu, es gibt kein Buch, kein E-Book, es gibt wirklich nur dieses Hörspiel. Ich habe damals angefangen, als kurz bevor der zweite Teil herausgekommen ist, da gab es den ersten Teil ja für einen halben Gutschein, da wollte ich einfach mal einsteigen. Was man bei einem Hörspiel wissen sollte vorher, ist, dass es eben nicht das Hörbuch ist, in dem die Geschichte vorgelesen wird, sondern es im Grunde eher wie ein Schauspiel ist, wo man eben nur den Ton hört, wo ja im Grunde immer nur das zu hören ist, was eben auch passiert, was uns Leute erzählen, was Leute sich vielleicht selbst irgendwie im Selbstgespräch zureden. Man hat in der Regel keinen großen Sprecher von außen, der die Situation erklärt, nur immer mal vereinzelt, sondern es lebt tatsächlich von den Geräuschen, von den Gesprächen und ja, was so eben passiert. Ich war damals total gespannt, was mich bei Monster 1983 erwartet, und man merkt relativ schnell, dass diese Geschichte so dieses typische 80er-Jahre-Feeling hat, auch wenn ich jetzt die 80er so nicht mitbekommen habe, weil ich ja selbst auch Jahrgang 1983 bin. Aber wenn man sich an die damaligen Horrorfilme erinnert, an Mystery, an Thriller, an Grusel und ja, natürlich als Kind der 80er kenne ich diese Filme, mit denen habe ich sozusagen angefangen, Grusel- und Horrorfilme zu sehen. Und dann kommt man ganz schnell in dieses Retro-Feeling. Und zum Beispiel auch Stranger Things ist ja genau das, dass es uns diese 80er wiederbringt. Und so funktioniert im Grunde Monster 1983 auf. Ivar Leon Menger hat mittlerweile, glaube ich, noch ein, zwei andere Hörspiele konzipiert. Zum Beispiel auch Ghostbox ist von ihm. Und ja, er ist tatsächlich, glaube ich, richtig, richtig gut in dem, was er da tut, dass er eben es schafft, rein mit Dialogen und Geräuschen eine Stimmung zu erzeugen und eine Geschichte zu erzählen. Die drei Teile gab es, glaube ich, beginnend 2015, 16 und dann auch 17 kam, glaube ich, ja, ziemlich Ende des Jahres dann der letzte Teil. Ich weiß, dass ich damals meine erste Reise sozusagen nach Berlin getätigt habe, und das war gleich die zweite Reise, und ich im Flixbus saß und das total weggesuchtet habe und gefühlt das erste, was ich zu meiner Freundin dann in der Wohnung gesagt habe, ich brauche unbedingt dein WLAN, ich muss mir jetzt dann auch noch den zweiten Teil Monster 1983 für die Heimreise besorgen. Also so hat es mich geflasht. Um was geht es bei Monster 1983? Ja, wir sind in Oregon, es ist Sommer 1983 und ja, es gibt eine Reihe von mysteriösen Todesfällen, die so ein bisschen das Küstenstädtchen Harmony Bay aufrüttelt und aus dem friedlichen Schlaf im Grunde herausholt. Wir treffen auf Sheriff Cody, der zusammen mit beiden seiner Kinder im Grunde dorthin gezogen ist. Seine Frau ist verstorben und sie sind aus Florida, glaube ich, gekommen und ja, wollen da im Grunde so ein bisschen ja, abschalten, die Vergangenheit zurücklassen, auch den Tod von seiner Frau und der Mutter so ein bisschen überwinden und merkt aber recht schnell, dass doch etwas Merkwürdiges in dieser Stadt geschieht. Es gibt einen Gefangenentransport, der von der Klippe fällt und auf einmal findet sich die Info, dass ein russischer Spion da drin war, der nun aber vom Erdboden verschluckt ist. Und es tauchen gefühlt auch immer mehr Leichen auf und Merkwürdigkeiten. Und ja, Sheriff Cody wird sehr schnell in Dinge mit hineingezogen, die er eigentlich gar nicht wollte, beziehungsweise wird ihm dann eigentlich auch noch dieser Fall weggenommen, weil wir hier scheinbar einen Serienkiller haben, und da kommt natürlich
großes US-Polizeikino vorbei und ist der Meinung, ja, das ist hier nicht mehr sein Fall. Aber Sheriff Cody und auch das ganze Städtchen wollen sich diese Fälle nicht im Grunde wegnehmen lassen und wollen dem Geheimnis auf die Spur gehen. Und wohin ist überhaupt auch der Vorgänger von Sheriff Cody verschwunden, denn der ist auch irgendwie unter mysteriösen Umständen einfach nicht mehr aufgetaucht. Und wir haben hier eine große, ja tatsächlich Thriller-Geschichte mit leichten Krimi-Elementen, aber auch mit viel Mystery, mit Grusel, mit Übernatürlichen und das alles unfassbar spannend, packend, mitreißend und wirklich begeisternd. Also mich hat die nachhaltig gefesselt, mich hat das, also ich habe das Gefühl, würde ich immer gehört, wenn gerade nichts anderes ging, ich wurde förmlich eingesogen. Das Besondere bei dieser Geschichte, bei diesem Hörspiel von Ivar Leon Menger ist, dass er gesagt hat, er will hier große Stimmen. Er will hier im Grunde ein Kino für die Ohren. Und das hat er geschafft, weil er tatsächlich ganz, ganz viele deutsche Synchronstimmen von Schauspielern dazu genommen hat. Denn wir in Deutschland haben ja den großen Vorteil, dass wir gefühlt fast alle Filme, die eben nicht aus dem deutschsprachigen Raum sind, synchronisiert bekommen. Das heißt, wir hier wirklich bekannte Stimmen aufs Ohr bekommen haben. Es beginnt im Grunde mit David Nathan, wohl der Hörbuch-, Hörspiel-, Sprecher-, Synchronsprecher überhaupt unserer Zeit. Ein super sympathischer Kerl, der meistens die Synchronstimme von Johnny Depp und Christian Bale ist. Letztens mich darauf aufmerksam gemacht worden, dass er auch mal Spike in der Buffy-Serie synchronisiert hatte. Das hatte ich schon total verdrängt. Für mich war David Nathans Stimme die ganze Zeit im Grunde ein Christian Bale im Sheriffskostüm. Und mich hat diese Stimme danach so verfolgt, dass ich, glaube ich, über ein Jahr kein Hörbuch mehr hören konnte, was David Nathan gesprochen hat, weil dieses Bild dieses Sheriff Codys mit der Stimme von, also Christian Bale im Grunde, ne, in meinem Kopf war. Und es war so ein großartiges Kino. Wir haben Louise Helm, die man als Stimme von Scarlett Johansson kennt. Wir haben Benjamin Wölz, der spricht Keanu Reeves und Eric Banner. Wir haben Nana Spier, die spricht meistens Claire Danes, Drew Barrymore. Wir haben Simon Jäger, Matt Damon. Also großartiger gefühlt geht es gar nicht. Wir haben Norbert Langer, den man vielleicht von Burt Reynolds kennt oder auch von Tom Selleck aus den Magnum-Serien. Wir haben Andreas Fröhlich, bekannt als die Stimme von Edward Norton oder auch zum Teil von Andy Serkins, der ja zum Beispiel Gollum gespielt hat im Herrn der Ringe. Wir haben Bernd Rumpf, der bekannt ist als die Stimme von Liam Neeson oder bekannt war, ich weiß gar nicht. Es gibt Stimmen, wir haben Gandalf, wir haben Snape und ja, wir haben so, so viele deutsche Synchronstimmen, die man eben aus dem großen Kino kennt. Und bei mir hat es, ja, dieses Hörspiel wirklich geschafft, dass der Film im Kopf abgelaufen ist, dass ich wirklich diese Schauspieler vor mir gesehen habe, dass das war wirklich gefühlt ein Blockbuster, ein Genuss und es hat so, so viel Spaß gemacht, diese Stimmen zu erkennen. Ein Gesicht tauchte auf und natürlich kannte ich nicht alle Stimmen, umso neugieriger war ich dann, ach, die Stimme kennst du? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mich lässt das dann nicht los, bis ich weiß, wer ist das oder wem spricht diese Person. Und oh, es ist wirklich ein absoluter Hörgenuss, der einfach gehört werden muss. Wer Thriller mag, wer Mystery mag, wer tatsächlich vielleicht der Vergleich mit Stranger Things, wer das mag, der sollte in Monster 1983 reinhören, weil das hat genau das. Es hat dieses Feeling, dieses Gefühl, diese Zeit, es greift die 80er auf und wir haben wirklich coole Charaktere, die tiefgründig sind, die man greifen kann, mit denen man mitfühlt, mit denen ja man im Grunde auch mitfiebert. Es passiert so viel mit Sheriff Cody und seinen Kindern und den direkten Kollegen und so drumherum mit diesem Städtchen. Ah, nichts ist, wie es scheint und es ist mega spannend bis zum Schluss. Es gibt total gemeine Cliffhanger jeweils in den Teilen, deswegen genießt im Grunde alle drei Teile am besten direkt hintereinander, weil es ist wirklich spannend, es ist toll, es ist wahnsinnig gut gemacht, es ist atmosphärisch sehr, sehr gelungen und das Schöne, was tatsächlich nicht immer selbstverständlich ist, ist, dass auch wirklich die Stimmlagen sehr ähnlich beieinander sind, sodass es auch in den Höhen und Tiefen und Lautstärken keinen großen Unterschied gibt. Hat man ja öfter mal bei Hörbüchern, wenn man Perspektivwechsel hat, dass ihre Stimme recht laut ist, seine sehr still oder ein bisschen umgedreht, das hat man hier nicht. Also es gab überhaupt nichts zu meckern, es waren für mich wirklich drei Highlight-Hörspiele. Ich fand oder finde diese Reihe großartig und mich kitzelt es tatsächlich in den Fingern, diese Reihe einfach mal wieder zu hören, weil ich das wirklich einfach fantastisch fand. Es ist ja auch schon wieder fast 3 Jahre her und trotzdem ist diese Geschichte so total greifbar und hier und
Ach, fand ich wirklich toll. Und ja, jetzt habe ich, glaube ich, genug geschwärmt. Vielleicht kennt ihr ja auch Monster 1983 schon und seid ähnlich euphorisch wie ich. Dann lasst uns das gerne in den Kommentaren besprechen. Ich bin jetzt mega gespannt, was die anderen Mädels so gemacht haben, welche Bücher, Hörspiele, Hörbücher sie vorstellen. Bin super, super neugierig, freue mich jetzt dann auch auf meine Abo-Liste und freue mich natürlich über den Austausch, ob ihr vielleicht tatsächlich in letzter Zeit einen Hörgenuss, ein Hörbuch hattet oder auch eine Podcast-Empfehlung. Dann lasst mich uns das gerne wissen, lasst uns da austauschen. Alle Infos, alle Kanäle unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.